Zeuge Walter Petzold, Deutschland, Bundesbeamter, 59 Jahre alt, 31. Verhandlungstag, 26.03.1964. Verstanden. Herr Petzold, darf ich zunächst um Ihre Personalien bitten? Sie heißen mit Vornamen Walter. Ja. Wie alt sind Sie? Ich bin 59 Jahre alt. 59 Jahre alt, sind Sie verheiratet? Jawohl. Von Beruf? Ich bin Bundesbeamter. Bundesbeamter, Sie wohnen wo? In Berlin 42. Und sind Totiler Straße 18a. Und sind Sie verwandt oder verschwägert mit einem der Angeklagten? Nein. Nein. Herr Posner, entschuldigen Sie, weil ich eben gerade den Zeugen Posner gehört habe, und deshalb ist mir der Name noch etwas im Kopf. Herr Petzold, würden Sie uns zunächst einmal ganz kurz schildern, wieso Sie überhaupt nach Auschwitz gekommen sind? Es handelte sich damals, wenn ich nicht irre, um eine Schrift, die Sie herausgegeben haben, und zwar über den Reichstagsbrand. Nicht? Ja. Ich bin am 11. März 1933 verhaftet worden und bin am 5. Mai 1945 durch amerikanische Truppen in Mauthausen befreit worden. Bin zuvor zu 2,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden, bin anschließend nach Sachsenhausen gekommen, war 4 Jahre in Sachsenhausen, im Anschluss bis zum 30. Januar 1941 in Neuengamme und bin am 30. Januar 1941 nach Mauthausen gekommen, Auschwitz gekommen. Und ich bin am 16. Januar 1945 nach Mauthausen gekommen, bis zum 5. Mai 1945. Herr Schorath, wollen Sie das Glas mal wegnehmen, ein anderes bringen? Ja, ja, bitteschön. Weiter. Also mithin 146 Monate. Ja. Nun, wollen Sie uns einmal sagen, wo Sie dorthin gekommen sind und was... Ich bin zunächst, habe ich in Auschwitz auf der Kammer gearbeitet, bin anschließend am 30. Juli 1942 in die Strafkompanie nach Birkenau gekommen, ja. Bin im Anschluss an diese Strafkompanieaufenthalt nach Buna gekommen, bin im Anschluss schätzungsweise, ich glaube am 18. August 1943, nach dem Hauptlager in Bunker gekommen und bin im Anschluss daran... Wann sind Sie in den Bunker gekommen? Bitte? Wann sind Sie in den Bunker im Hauptlager gekommen? Am 18. August 43. Am 18. August 43? Ja. Ja. Und im Anschluss... Wie lang? Schätzungsweise bis Mitte September. Ja. Im Anschluss daran bin ich Kohlenfahrer geworden, ja. Arbeitete im Kohlenkommando und wiederum im Anschluss wurde ich in dem sogenannten Monopolgebäude als Buchhalter beschäftigt, bin dann später in der SS-Standortverwaltung beschäftigt gewesen bis zum 3. Juli 1944 und bin dann wieder in den Bunker gekommen und im Anschluss an diesen Bunkeraufenthalt sollte ich am 20. Juli 1944, also an dem Tage des Anschlags auf Hitler, entlassen werden. Ich bin dann zur Kammer gegangen, um mir frische Wäsche zu holen. Und in diesem Moment kam das Gerücht, dass ein Attentat auf Hitler versucht worden ist und so weiter. Als ich die Kammer verlassen wollte, mit einem Hemd und einer Unterhose unterm Arm, fuhr der Wachtmeister aus dem Bunker mit dem Fahrrad durch das Lager und schrie, dass er mich schon lange suchen würde. Ich müsste wieder in den Bunker. Das war am 20. Das war am 20. Juli 1944. Bin dann wieder in den Bunker gekommen,
Meine Kameraden, die noch in der Zelle verblieben waren, haben natürlich mich angestaunt wie ein Geist, dass ich wieder zurückkam. Ich bin dann im Bunker geblieben bis Anfang, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen. Ich glaube, es war Anfang September und bin im Anschluss daran aus dem Bunker sofort auf einen Lastwagen verladen und nach Sosnowitz verbracht worden. In Sosnowitz war ich bis zum 16. Januar 1945 und bin dann auf dem Fußmarsch bei 28 Grad Kälte bis nach Troppau gebracht worden mit den übrigen Lagerinsassen. Und von da wurden wir verladen und nach Mauthausen verbracht. Wenn ich nicht irre, sind wir dort am 2. Februar 1945 angekommen. Ich erinnere mich dessen so genau, weil einen Tag zuvor oder zwei Tage zuvor ein großer Ausbruchsversuch in Mauthausen stattgefunden hat. Ja. Und am 5. Mai, also dort war ich dann bis zum 5. Mai 1945, als die Amerikaner kamen. Ja. Nun, Sie waren also zweimal in dem Bunker in Auschwitz. In Auschwitz? Ach, ich war wohl mehrmals im Bunker, ganz genau kann ich das nicht sagen. Aber diese beiden Male haben Sie uns eben geschildert, nicht? Diese beiden Male war es gestimmt. Nämlich einmal am 18.08.43 bis Mitte September und einmal vom 20.07.44 bis Anfang September. Ja. Ja. Nun, nein, vom 3. Juli. Ich war erst ursprünglich am 3. Juli eingesperrt worden, sollte am 20. rauskommen und bin am gleichen Tag erneut wieder reingekommen. Jawohl, das ist klar. Nun, sagen Sie uns bitte, haben Sie eine Ahnung, wie damals der Bunkerverwalter und der Arrestaufseher hieß? Ja, das kann ich nicht sagen, wie er hieß. Ich kenne ihn aber, wenn ich ihn sehe. Wenn Sie ihn sehen, würden Sie ihn kennen. Ja. Dann hätte ich eine weitere Frage. Wer hat Sie in den Bunker gebracht und warum sind Sie in den Bunker gekommen? Ich bin am 3. Juli in den Bunker gekommen, weil ich einen Brief an eine polnische Studentin geschrieben habe. Dieser Brief ist erwischt worden und ich bin aufgrund dessen in den Bunker gekommen. Und in den Bunker hat mich der damalige, was weiß ich, zweite oder dritte Lagerführer gebracht, der mich... Höschler. Das war zu einem Zeitpunkt, als 30.000 Häftlinge zum Appell angetreten wurden, wurde ich durchgeführt in einem Bunker. Also, dass mich jeder gesehen haben muss damals. Mhm. Nicht? Und wenn jemand in den Bunker gekommen ist, dann kursierten natürlich eine ganze Reihe von Gerüchten. Und... Also die Aussicht war ja auch sehr gering, aus dem Auschwitzer Bunker wieder rauszukommen. Ja. Sind Sie von der politischen Abteilung damals vernommen worden? Ja. Und von wem? Woschnitzer. Ja. Sind Sie dabei auch misshandelt worden? Bitte? Sind Sie von ihm auch misshandelt worden? Ja. Sind Sie auch auf der sogenannten Schaukel gewesen? Auf der Schaukel war ich nicht. Waren Sie nicht? Hat er Sie mit Stöcken oder mit Ochsen? Ja, der hat da ein paar jüngere SS-Leute gehabt, die mich durchgeprügelt haben. Im Übrigen bin ich von Buna schon gekommen, vollkommen kaputtgeschlagen. Also, dass mich meine nächsten Kameraden nicht erkannt haben. Wer hat Sie in Buna so geschlagen? In Buna dort waren erst einmal drei Gestapo-Leute vom Buna Berg, dann... Wissen Sie, wie die hießen? Bitte? Wie die hießen? Das weiß ich nicht. Das waren Zivilisten, die mich vom Werk ab verhaftet hatten und mit Motorrad und Beiwagen ins Lager fuhren, also nach Buna. Nach Monowitz? Monowitz, ja. Und dann haben mich verprügelt ein Ober- oder Hauptscharführer Taute und ein Unterscharführer Unterscharführer Hofmann. Dann war noch ein Hauptscharführer der politischen Abteilung mit dem polnischen Namen. Ich komme jetzt im Moment nicht darauf. Und dann, wie gesagt, diese drei. Und dann der Lagerführer Schöttl, der mich
schießen wollte. In der Vernehmungsbaracke in Buna. Stand denn in diesem Brief irgendetwas von politischer Bedeutung drin? Nein, in Buna hatte ich wieder eine andere Anklage. Der Brief, der kursiert der geht auf den 3. Juli 1944 zurück. Und das andere war... Diese erste Schilderung hier war... vom 18.8.43. Jawohl. Das war in Buna. Ja. Und was da bin ich angeklagt worden... Verbindung mit polnischen und holländischen Offizieren und Verbindung mit einer ausländischen Nachrichtenzentrale gehabt zu haben. Das war die Anklage, schon ein Todesurteil, nicht wahr? Ja. Sind Sie auch von dem Angeklagten Boger vernommen worden? Nein. Nicht? Nein. Wissen Sie überhaupt etwas von den Vernehmungsmethoden oder von den Taten des... Ja, ich weiß insoweit etwas, als einer meiner Kameraden von Boger vernommen worden ist. Und zwar der Kamerad Windmüller, der in meinem Kommando in Buna arbeitete, der zum gleichen Zeitpunkt im Bunker war und den ich im Anschluss mit Hilfe des Gefängniskalfakters nach der Vernehmung noch sehen konnte. Ja. Es mag charakteristisch sein. Ich habe versucht, ihm etwas in seine Zelle hineinzugeben. Und zwar nicht zu essen, sondern den goethischen Faust. Bitte? Den goethischen Faust. Ja. Und ich habe den Windmüller gesehen, als er in der Ecke lag, in der Zelle auf einem Häufchen Stroh. Und als er mich hörte, stand er auf, ließ die Hose herunterfallen und sagte zu mir, so sehe ich aus. Er drehte sich dabei noch einmal um und versicherte mir nur zwei Worte. Also er hat mir gegenüber zwei Worte gesagt, und zwar folgende. Kein Wort. Windmüller hatte einen Hoden, der war so lang, bis ans Knie. Sein Hinterteil war eine breiige Masse, so kann man das sagen. War der Windmüller noch in dem Bunker, wie Sie herausgekommen sind? Ich glaube ja. Er ist wohl, glaube ich, ein oder zwei Tage später gestorben. Gestorben? Oder erschossen worden, ich weiß es nicht. Das wissen Sie nicht. Ich habe von dem Bunkerkalfakter dann später nur eben die Nachricht bekommen, weil ich mich darum gekümmert habe, dass er tot sei. Wer war der Bunkerkalfakter? Das war, wir nannten ihn nur der dicke Jakob. Jakob, ja. Ja, wieso sind Sie in die Zelle von dem Windmüller hineingekommen? Die Zelle, also wenn der Bunkerkalfaktor die Zellen aufschloss, zur Essenausgabe, dann schloss er gleich immer mehrere Zellen auf. Und ich bin bei dieser Gelegenheit herausgeschlüpft und bin schnell zwei Zellen weitergelaufen und habe die Windmüllersche Zelle, die hier offen stand, gesehen. Ja, und wussten Sie, dass der Windmüller in dieser Zelle saß? Ja. Wieso wussten Sie? Ja, weil ich den beobachtet habe, als er zur Vernehmung ging. Ich hatte ein ganz winziges Loch in der Zellentür. Und wenn ich da herausgesehen habe, konnte ich immer beobachten, wer zur Vernehmung geht und wann er wiederkommt. Ja. Da lag auf einem Häufchen Stroh in der Ecke, ja. Hat die Hose herunterfallen lassen und hat gesagt, so sehe ich aus. Ja, wenn Sie ein bisschen lauter sprechen würden, Sie werden schlecht verstanden. Ja, gut. Gesagt. Ja. Und Sie sagen, geben Sie das Mikrofon ein bisschen näher dran. Sie sagen, also er war ganz elend und hat gesagt, kein Wort. Ja. Das soll da heißen, er hat nichts zugegeben. Ja. Nun, die Tatsache, dass Windmüller in meinem Kommando gearbeitet hatte, ließ darauf schließen, dass er auch in meiner Angelegenheit gefragt wird. Ja.
Und dabei hat er mir versichert, dass er kein Wort gesagt hätte. Ja. Ob er vernommen worden ist, das kann ich nicht sagen, in meiner Sache, nicht wahr? Aber gewöhnlich war es so, dass der Häftling, der zur Polizeiabteilung zur Vernehmung kam, auch über die über seine nächste Umgebung vernommen wurde. Ja. Nicht wahr? Ja, also es wird wohl dieselbe Sache sein, in der auch der Zeuge Posner vernommen worden ist damals. Ja, ich habe zum Zeitpunkt, als ich in den Bunker eingeliefert wurde, schätzungsweise 12 oder 14 Tage später kam Posner, Windmüller und ich glaube noch 2 auch in dem Bunker, alle aus dem Kommando, in dem ich gearbeitet hatte. Jetzt lag natürlich die Befürchtung nahe, dass sie in meinem Zusammenhang irgendwie verhaftet worden waren. Das ist das, was Sie von Windmüller und von dem Angeklagten Boger wissen. Was wissen Sie von dem Angeklagten Breitwieser? Breitwieser, hier geht es um die erste damals in Auschwitz durchgeführte Vergasung. Breitwieser ist früher Kammerchef gewesen auf der Häftlingsbekleidungskammer, wurde dann, als die Entwesung im Hauptlager durchgeführt wurde, zum Entweser oder wie soll ich sagen, er war derjenige SS-Mann, der zuerst mit dem Giftgas vertraut gemacht wurde, und zwar, wenn ich nicht irre, durch die Zivilangestellten der Firma Tesch und Stabenow, die diese erste Entwesung einmal durchgeführt haben im Hauptlager. Ja, und zwar wurde dieses Entwesungsgift, also dieses Gasgift, zunächst bezogen für Entwesungen. Für Entwesungen, ja. Und Sie wissen, wie das hieß? Und was das war? Ja, ja. Nämlich? Ja. Zyklon B. Zyklon B. Zyklon B. Von ja. Tech und Stabenow. Ja. Und Sie sagen, der Breitwieser ist in der Behandlung dieses Giftgases ausgebildet worden. Jawohl. Das wissen Sie aus Eichner Wissenschaft? Ja, ja. Hat er ja. Ihnen das erzählt? Er wurde ja abgelöst dann von der Kammer, nicht wahr? Und sollte wohl dann das Entwesungskommando übernehmen. Gut. Nun, was wissen Sie von dieser ersten Vergasungsaktion? Die erste Vergasung, während der ersten Vergasungsaktion sind tagelang vorher Vorbereitungen getroffen worden. Wann war das ungefähr? Es kann September, Oktober 1941 gewesen sein. Also auf dieses Datum kann ich mich nicht ganz genau verstehen. Sie haben mal gesagt, Sommer 1941, also Sommer bis Ja, jetzt. Sommer begann die Entwesung. Ja. Ich erinnere mich deshalb genau an diese Entwesungen, weil alle Blöcke dann verlegt wurden. Und ich bin während dieser Zeit, als die Entwesung so ziemlich vorüber war, wegen einer Gelbsucht im Revier gelegen und konnte im Revier gar nicht untergebracht werden, musste dann in einem der Blöcke untergebracht werden, die nur als Notunterkunft für das Revier vorgesehen waren. Ja. Das war im Sommer. Im Sommer 41. Da begannen die Entwesungen und dann sagten sie im September oder Oktober 1941, da soll sich die erste Vergasung vorbereitet haben. Ja. Und zwar, was geschah da? Da wurden erst einmal umfangreiche Vorbereitungen im Bunker getroffen. Im Anschluss wurden, wenn ich nicht irre, am gleichen Tag, als diese Vergasung stieg, frühmorgens der Krankenbau leer gemacht. Das heißt, es wurden eine ganze Reihe von Häftlingen aus dem Krankenbau in den Bunker verlegt. Und zwar nur mit Hemd und Unterhose bekleidet. Und wenn ich nicht irre, bekamen sie auch noch ein Handtuch. Bis dahin kursierten nur Vermutungen im Lager. Abends wurde eine strenge Blocksperre angeordnet. Es durfte also von einem ganz bestimmten Zeitpunkt an
kein Häftling mehr den Block verlassen. Und abends, den Zeitpunkt kann ich nicht ganz genau angeben, es kann abends um 21:30 gewesen sein, kam ein Trupp von schätzungsweise 850 Kriegsgefangenen, die ebenfalls in den Bunker gebracht wurden. Der Bunker wurde im Anschluss, nachdem die Kriegsgefangenen in den Bunker hineingeprügelt wurden, luftdicht gemacht. Und das heißt, er war schon zuvor luftdicht gemacht, hat aber einige Klappen offen gelassen, wo nachher Zyklon B hineingeschüttet wurde. Ich habe es erst bei meiner staatsanwaltlichen Vernehmung schon geschildert, dass ich diese Angelegenheit beobachten konnte aus dem Giebelzimmer in der Bekleidungskammer. Und wie gesagt, es war strenge Blocksperre angeordnet, sodass die wenigsten der Häftlinge irgendwie etwas davon sehen konnten. Also hören konnten sie es bestimmt, nachdem dieser Trupp durch das Kasernentor bzw. durch das Lagertor und über den Lagerplatz geprügelt worden war. Ja, und die sind durchgeprügelt worden und sind dann in den Bunker auch eingesperrt worden. Ja. Und Ihre Bekleidungskammer, da sind Sie so liebenswürdig, gehen mal vor an die Tafel. Ja. Und zeichnen uns mal, wo der Block 11 war, wo die Bekleidungskammer war und von wo aus Sie etwas gesehen haben. Das ist die Bekleidungskammer gewesen und das ist der Bunker gewesen. Wollen Sie noch mal die Bekleidungskammer zeichnen? Bitte. Das da. Ja. Ja, nun sehen Sie doch, dass zwischen dieser Bekleidungskammer und dem Bunker noch ein weiterer Block steht. Ja. War der damals auch schon diese, da? Das war ja eine Wäscherei, die stand zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und dieser Bau hier, der stand wohl, aber er war noch nicht aufgestockt. Er war noch nicht aufgestockt. Ja. Und wo hatten Sie... Hier in diesem Giebel. Im Giebel, und zwar oben? Oben im... Im Erstgeschoss, im ersten Nein, Obergeschoss. Noch eine Etage über dem ersten Stock in dem Giebel. In dem Giebel. Ja. Und konnten Sie da über diesen noch nicht aufgestockten Bau hinwegsehen? Ja, aber sehr leicht. Und wohin ging da Ihr Blick? Hierher. Dahin. Ja, hier ist der Eingang vom Bunker gewesen. Ja. Hier ging eine Treppe hoch. Ja. Und über dieser Tür war eine Glühbirne. Ja. Ja. Wir haben auch wiederholt von diesem Block, nicht nur ich allein, sondern tagsüber von hier aus, hier rüber sehen können. Auf diesem Platz hier arbeitete eine Zeit lang die Strafkompanie und dort wurden die Angehörigen der Strafkompanie umgelegt wie die Hasen. Es gab natürlich auch ganze Trupps, die... Hier hinten war eine Postenkette. Also ich will damit nur gesagt haben, dass man sehr leicht hier rüberschauen konnte, ja, wenn man in den ersten Stock ging. Wir haben hier oft beobachtet, dass Angehörige der Strafkompanie in Corpore über die Postenkette liefen und sich absichtlich abknallen ließen, weil sie einfach nicht mehr weitermachen konnten, nicht wahr? Ja. Nun kommen Sie bitte wieder hier zurück. Ja, die Blocknummern waren damals dieselben, also das war der Block 11, das war der Strafblock und Ihr Block, in dem Sie saßen, war der 27. Ja. Ja. Und nun erzählten Sie, dass also es gewesen sein soll im September oder Oktober 1941, ja, nicht? Ja. Wo abends diese Kriegsgefangenen durch das Lager getrieben worden sind. Ja. Sagen Sie bitte... Um wie viel Uhr war es ungefähr? Um welche Stunde? Ich sagte schon erst schätzungsweise gegen 21:30. Gegen 21:30. Nun war es ja um diese Zeit gegen 21:30 schon dunkel. Ja, ja. Und ich hatte das Gefühl, dass man die Dunkelheit abgewartet hat. Ja. Denn es handelte sich hierbei erstmals um Versuche praktisch an Menschen. Ja. Nun Frage.
War denn die Lagerstraße beleuchtet, wo die Leute durchgetrieben wurden? Ja, die war beleuchtet. Die war beleuchtet? Die war beleuchtet, ja. Waren damals keine Fliegerschutzmaßnahmen? Es waren insofern Schutzmaßnahmen, nicht wahr, als eine außerordentliche Lagersperre angeordnet war. Ja, diese Lagersperre war ja wohl angeordnet worden, damit die Insassen des Lagers nichts gewusst haben und nichts gesehen haben von den Vorkommnissen. Ja, ja, ja. Aber ich frage jetzt, ob nicht damals Verdunkelung angeordnet war mit Rücksicht auf die Luftgefahr. Ja, ich habe den Kriegsbeginn im Osten erlebt in Auschwitz und während der ersten, ich kann nämlich auch nicht ganz genau festlegen, ich glaube aber, während der ersten Wochen war absolute Verdunkelung. Ja. Diese Verdunkelung wurde aber sofort aufgehoben, als die Front im stürmischen Vormarsch in Russland begriffen war. Während wir in Hamburg eine totale Verdunkelung hatten wegen der Luftangriffe, in Hamburg sind wir später dann nach Auschwitz transportiert worden und ich erinnere mich ganz deutlich, dass der Bahnhof in Gleiwitz taghell erleuchtet war. Das kam uns vor. Wir waren sowas gar nicht mehr gewöhnt. Ja. Nicht wahr? Und aus diesem Grunde war natürlich Auschwitz auch erleuchtet. Also ich darf noch sagen, es kann gewesen sein, dass man an diesem Tag die Beleuchtung etwas abgedämmt hatte, zumindest im Lager. Ich glaube, es durfte in den Lagerunterkünften auch kein Licht gebrannt werden. Aber das kann ich nicht mit bestimmten. Aber die Beleuchtung war hell genug, dass Sie sehen konnten, dass da diese Russen dahergetrieben waren. Ja, ja, ja. Das konnten Sie mit Bestimmtheit sehen. Das konnte ich mit Bestimmtheit sehen. Und Sie konnten auch sehen, dass Sie über die Treppe von dem Block 11 hinaufgebracht wurden? Jawohl. Denn da war, wie Sie uns eben sagten, eine Glühbirne angebracht. Jawohl, über der Treppe war eine Glühbirne. Die also wurde auch nicht ausgeschaltet. Die wurden nicht ausgeschaltet. Und es war der Block 11 ja auch beleuchtet. Denn es ist ja völlig unmöglich, dass man eine derartige Menschenmasse plötzlich in diesen Bunker hineintreibt, der gar nicht beleuchtet ist. Dann hätte es das größte Tohuwabohu gegeben. Und wenn ich nicht irre, blieb sogar diese Außenbeleuchtung brennen bis 3 Tage nach dieser Vergasung. Denn konnte keiner an den Schalter und der Außenbeleuchtung. Weil keiner heran konnte in den Block 11 hinein. Ja. Nun wurden also diese Unglücklichen dahin transportiert oder hingejagt. Und was geschah denn dann mit Ihnen? Oder was haben Sie dann beobachtet? Ja, es wurde bis zum letzten Mann alle hineingetrieben. Und nachher wurde dieses Gas hineingeschüttet, verklebt und dann ging alles nach Hause. Dann war der Fall ausgestanden. Nun geht das ein bisschen schnell, wie Sie das schildern. Wir hätten das gern ein bisschen im Einzelnen gehört. Also zunächst, wer hat Gas hineingeschüttet? Wo hat er Gas hineingeschüttet? Und wann? Also es waren... Ich habe nur 2 Leute gesehen, die sich mit dem Gas beschäftigt haben und die dieses Gas hineingeschüttet haben. Ja, nämlich wen? Der eine davon war Breitwieser. Das war Ihr Chef gewesen? Jawohl, der frühere. Der frühere Chef von der Bekleidungskammer. Wer war inzwischen Chef der Bekleidungskammer geworden? Sein Kollege, Augenblick... Reichenbach. 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 Ein junger Mann aus Unterscharführer, glaube ich, aus Wiener Neustadt. Ja. Also ein österreichischer SS-Mann. Ja. Also jedenfalls Ihr früherer Chef Breitwieser, der war bestimmt da in diesem Hof. Ja. Haben Sie den im Hof gesehen oder wo? Ja. Ja. Und woraus schließen Sie, dass er mit Gas umgegangen ist? Nicht nur, dass er der erste SS-Mann gewesen ist, der durch diese Firma ausgebildet wurde. Also das heißt, im Umgang mit diesem Gas. Ja. Und ich habe später dann auch mich mit meinen Kameraden darüber unterhalten und wir haben gemeinsam eine merkwürdige Veränderung
nach diesem Tag an bald wieder beobachten können. Ich hatte das Gefühl, dass es ihm, dass er furchtbar mitgenommen davon war. Dass er also seelisch bedrückt war? Ja. Nun, haben Sie auch positive Beobachtungen gemacht? Also zum Beispiel, dass er mit einer Gasmaske umgeben war oder dass er Gasbüchsen in der Hand gehabt hat oder so etwas? Ja, er hatte die Gasmaske erst umgehängt. Wann? Bevor diese Prozedur begann. Bevor? Ja, haben Sie denn schon gesehen, dorthin geschaut, bevor die Russen überhaupt da hineingetrieben worden sind? Ja, ich hatte mir, um das Geschehen beobachten zu können, einen Platz gesucht, um die ganze Angelegenheit beobachten zu können. Ja, nun interessiert mich nur Folgendes. Im Allgemeinen pflegt man doch etwas erst zu beobachten, wenn man weiß, dass da sich jetzt etwas abspielt. Wussten Sie denn schon, vordem die Russen dort hingetrieben worden sind? Ja, aber natürlich. Ich habe ja das schon geschildert, dass Tage zuvor schon Aufregung im Lager war, die sich bis zur Siedehitze steigerte, als die Häftlinge aus dem Krankenbau in den Bunker gebracht wurden. Ja. Und merkwürdigerweise handelte es sich dort um Häftlinge, deren Rückkehr unerwünscht war. Also es wurden, wenn ich nicht irre, auch gesunde Häftlinge da reingesperrt. Ja. Nun ja, das mag gewesen sein, das ist aber doch schon Tage vorher gewesen. Wieso wussten Sie an diesem Abend, dass sich nun etwas ereignen würde und das... Dadurch, dass eine vollkommene Blocksperre angeordnet war. Also niemand durfte die Unterkunft verlassen und so weiter. Und das hat Sie dazu veranlasst, oben am Giebelfenster herauszusehen. Ja. Und haben Sie dann immer den Hof vom Block 11 im Auge gehabt oder haben Sie auch mal woanders hingesehen? Ich habe auch die Lagerstraße entlang gesehen. Auch die Lagerstraße. Ja. Und wie haben Sie da Ihren früheren Chef Breitwieser gesehen und beobachtet? Ich konnte ihn deshalb beobachten, weil ich ja freie Sicht hatte. Und nachdem alles hineingetrieben war, war der Hof ja beinahe leer. Es standen nur die Funktionäre auf diesem... Und wie weit war das ungefähr entfernt? Tja, wie weit kann das gewesen sein? Schätzungsweise 60 Meter. Wie lang war denn so ein Block? Das kann ich nicht ganz genau sagen. Schätzungsweise 40 Meter. So. Also Sie meinen, etwa 60 Meter wäre das entfernt gewesen? Ja. Nun muss man ja immer bedenken, es war dunkel an dem Abend, nicht? Die Lagerstraße war beleuchtet, über dem Eingang zu dem Block 11 brannte eine elektrische Birne. Ja. War es so hell erleuchtet, dass Sie ganz zweifelsfrei den Breitwieser gesehen haben? Also nicht nur, dass man im täglichen Umgang mit der betreffenden Person alle seine Bewegungen kannte. Ja. Und natürlich auch die Gestalt. Ja. Habe ich ihn ganz klar erkannt. Ja. Sie haben ihn ganz klar erkannt in dem Hof. Also da ist kein Zweifel dran. Nein. Gut. Und dann haben Sie jetzt etwas gesagt, er hätte sich eine Gasmaske umgehängt. Wann hat er sich die Gasmaske umgehängt? Ja, er kam schon mit umgehängter Gasmaske ins Lager. Er kam schon und mit... Er lief auch ansonsten zumeist, wenn er, was weiß ich, mit Entwesungsarbeiten beschäftigt war, mit einer Gasmaske Büchse, umgeschnallt. Mit einer Gasmaskenbüchse wohl. Ja, mit einer Büchse. Ja, weil er ja bei diesen Entwesungsarbeiten da gearbeitet hat. Diese Gasmaske benötigte. Ja. Und er kam also an und hatte auch wieder die Gasmaskenbüchse umgehängt. Ja. Und was haben Sie nun weiter mit ihm beobachtet? Was hat er dann gemacht da drin in dem Hof? Ja, na, im Einzelnen kann ich das nicht schildern. Ich weiß nur, dass er sich an den Einwurfluken beschäftigt hat. Aha. Wo waren die Einwurfluken? Auf der Seite zum Hof hin. Auf der Seite zum Hof. Ob auf der anderen Seite, also in Richtung auf die Mauer, auch noch... Die war Ihnen ja abgewandt, da konnte ich ja nicht hinkommen. Das konnte ich nicht sehen. Das weiß ich auch nicht. Also...
Auf der Seite nach dem Hof. Ja. Da waren Einwurfluken. Ja. Wo gingen die denn hin? In den Keller? In den Keller, ja. Ja. Und wie sahen die denn aus? Das waren Kellerfenster, praktisch Kellerfenster. Kellerfenster, ja. Ja, die mit Blechen versehen waren. Mit gelöcherten Blechen. Durchlöcherten Blechen, wie Zinkblech. Ne? Und die sämtliche Fenster waren mit Pappe verklebt. Man hat nur einige wohl offen gelassen, die dann auch verklebt wurden, nachdem das Gas eingeströmt war. Ja, und haben Sie das alles von Ihrem Block 27 aus gesehen oder waren Sie mal dort und haben sich das nachher noch mal angeguckt oder vorher? Oder? Ich bin nachher auf diesen Hof geholt worden. Und zwar, als eine ganze Reihe von Häftlingen beauftragt war, die Toten aus dem Keller zu holen. Und zwar war ich deshalb da, weil Sie die Kleider sicherstellen sollten. Bitte? Sie sollten die Kleider sicherstellen. Ich sollte beurteilen, ob die Kleider noch verwertet werden können. Ja. Ja. Da die Leichen aber derartig durch die Vergasung mazeriert waren und da war das nicht mehr zu machen. Nein. Nun frage ich Sie, damals, wie Sie hingekommen sind, da haben Sie das alles beobachtet mit den verklebten Fenstern? Oder war das schon in der Nacht? Das war schon in der Nacht und ich habe sie später dann auch noch gesehen. Ich habe mich beim zweiten Mal nur ganz kurz aufgehalten auf dem Hof und bin sofort wieder gegangen, weil ich mich übergeben musste. Wegen des scheußlichen Gestanks, ja. Nun sagen Sie, konnten Sie wirklich in der Nacht auf 60 Meter Entfernung sehen, ob die Fenster verklebt waren und ob da Zinkbleche angebracht waren und ob das durchlöchertes Zinkblech war und ob da und so weiter, diese all die Einzelheiten. Auf 60 Meter Entfernung? Ich glaube, dass ich zuvor schon am Tage die Arbeiten beobachtet habe, die dort durchgeführt wurden, von der Kammer aus. Mhm. Denn wir waren ja alle neugierig, was dort geschehen könnte. Inzwischen waren nämlich, hatte natürlich niemand eine Ahnung, dass abends noch Vergasungen vornehmen soll. Nein, dass abends ein Trupp von Russen kommt, das wusste niemand. Wir wussten aber, dass, ich kann es nicht mehr ganz genau sagen, die Zahl, aber wahrscheinlich an die 200 oder kurz über 200 Häftlinge aus dem Lager dort in den Bunker gebracht worden. Aus dem Krankenbau. Aus dem Krankenbau und auch aus dem Lager geholt. Und aus dem Lager Und wie soll ich mir das vorstellen mit dem durchlöcherten Zinkblech, durch das das Gas geschüttet worden ist? Ja, also das kann ich natürlich, diese Frage kann ich heute auch nicht klären. Ich vermute, dass man irgendwelche Manipulationen getroffen hatte, um das Gas dort hineinzubringen, dass man solche Luken geöffnet hatte, die nachher nur zu verkleben waren. Nicht? Ja, und was haben Sie nun gesehen mit dem Breitwieser, was der gemacht hat? Ich habe gesehen, dass er an diesen Luken hantierte. Dass er hantierte. Ob er Gas... Der Breitwieser eine solche Gasmaske aufgesetzt hat? Oder also zum den Zeitpunkt des Aufsetzens habe ich nicht gesehen. Nicht aber gesehen. Wir sehen, dass nun er wissen mit Sie einer doch, selbst wenn ein Mensch eine Gasmaske aufhat, dass er dann schlecht zu erkennen ist. Ne? Es ja. sei denn, man kennt seine Gestalt und seine Eigenheiten so genau. Man kennt natürlich, das sagte ich ja schon, im täglichen Umgang nicht nur die Gestalt, sondern auch die Bewegungen des Menschen. Ja. Also Sie sind sich nicht im Zweifel darüber, dass der Breitwieser, obwohl er eine Gasmaske aufhatte, sich da unter diesen Leuten befunden hat und dass er da auch eine Büchse oder dass er auch hantiert hat mit dieser Gasmaske auf dem Kopf. Ja. Das ist ganz sicher für das Sie. Das ist ganz sicher. Gesehen haben Sie eben gesagt, dass er das Gas reingeschüttet hat, das haben Sie nicht. Bitte?
Sie haben es nicht sehen können, dass er dieses Gas hineingeschüttet hat? Nein. Sie können nur sagen, er hat hantiert mit noch anderen zusammen, die sämtlich Gasmasken aufhatten. Und ich habe nur zwei Leute gesehen. Nur zwei Leute? Die mit Gasmasken. Nur zwei Leute mit Gasmasken. Und die damalige SS-Lagerprominenz, die stand in... ziemlicher Entfernung. In ziemlicher Entfernung, ja. Ja. Und Sie haben also gesehen, dass einer dieser beiden, der die Gasmasken aufhatte, der Breitwieser war? Ja. Und dann haben Sie ferner gesehen, dass nach wenigen Tagen oder Stunden, ich weiß jetzt nicht, wie lange das gedauert hat, die Leute dort oder die Menschen als Leichen aus dem Keller herausgezerrt worden sind. Ich darf dazu noch Folgendes sagen. Es war Vorschrift, dass die entwesten Räume, also Vorschrift von der Firma Tesch und Stabenow, 72 Stunden unter Gas stehen mussten. Ja. Dann musste eine ganz bestimmte Zeit verstrichen sein, ehe die Räume geöffnet werden können. Wenn ich nicht irre, war der Block 11 drei Tage unter Gas und wurde dann 24 Stunden oder noch länger entlüftet. Und dann wurden erst die Hälfte, auch die Leichen Dinge hineingebracht, mit Gasmasken versehen, die diese Leutchen herausholten. Die dann auf den Hof gelegt wurden und dort waren zu meiner Zeit, also zu dem Zeitpunkt, als ich dorthin gerufen wurde, um zu begutachten, ob die Kleidungsstücke noch benötigt werden oder benutzt werden können, waren Zahnärzte am Werkeln, die dort die Goldarbeiten vornahmen. Ja. Also wie gesagt, mein Besuch auf diesem Hof, nachdem die Leute auf dem Hof lagen, dauerte nur ganz kurze Zeit, einfach deshalb, weil ich den pestilenzartigen Gestank nicht ertragen konnte und mich übergeben musste. Es wird mich dann noch eins interessieren, Sie haben einmal darüber einen Bericht gemacht, nicht? Ja, in Mauthausen. Bekannt ist ja, dass wir in Mauthausen von der amerikanischen Armee befreit worden sind. Da haben Sie Bericht an die amerikanische Armee gemacht. Ja, ich wurde dazu aufgefordert durch einen amerikanischen Oberst, Seidel hieß er, Seidel mit Y. Ja. Und ich habe mir damals natürlich gar nichts dabei gedacht, obwohl die Häftlinge mehrfach aufgefordert wurden, Berichte anzufertigen, die über das Geschehen in den Konzentrationslägern berichteten. Wenn ich nicht irre, war dieser Seidel irgendwie ein Geschichtslehrer oder irgendetwas im Zivilberuf. Ja, nun haben Sie da in diesem Bericht geschrieben, die hier aufgezeichneten Ereignisse berichten über den Anfang der Massenvernichtung von Häftlingen in Auschwitz, die später in allen deutschen KZs durchgeführt wurden. Die damalige deutsche Presse, die täglich die Genfer Konvention im Munde führte, hat hierüber nie berichtet. Sie dementierte aber, wenn ausländische Zeitungen nur leise Andeutungen machten und sprach von ungeheuren Lügen jüdischer Drahtzieher. Wieso wissen Sie das? Haben Sie da in Auschwitz so viele Zeitungen zur Verfügung gehabt? In Auschwitz? Wir waren in der Lage, Zeitungen zu lesen. Ja? Wir haben früher sogar in Sachsenhausen, im Völkischen Beobachter und Angriff, was weiß ich, gratis geliefert bekommen. Haben Sie geliefert bekommen? Ja. Und vor dem Kriege waren die Häftlinge sogar in der Lage, mit dem Geld, was sie geschickt bekamen, Zeitungen zu kaufen. So. Denn die damalige NS-Führung, die hatte Interesse daran, die Schutzhäftlinge in seinem Sinne zu beeinflussen. Jawohl. Nun hätte ich keine Frage mehr zu stellen. Ja, bitteschön. Haben Sie vor der Vergasung ein Gespräch belauscht zwischen zwei SS-Männern? Ja, ich habe einmal war Grabner, der Leiter der politischen Abteilung, das war bevor diese Vergasung stattgefunden hat, in der Bekleidungskammer. Grabner dürfte ja bekannt sein.
Und einmal bin ich vor in die Verwaltung gekommen, da traf ich auch Grabner und Breitwieser in einem Zimmer in der SS-Standortverwaltung. Dieses Zimmer war abgetrennt durch eine Glaswand. Im hinteren Zimmer saß der Leiter der Abteilung Bekleidung, glaube ich, nannte sich das, ein Oberscharführer Schlupper, der mich wiederholt dorthin bestellte, wenn irgendwelche besonderen Bekleidungsfragen zur Debatte standen. Ja, und was haben Sie da gehört? Nun, gehört habe ich nichts, denn es wurde sehr leise gesprochen, nicht? Ich hatte aber die Vermutung, dass über ganz besondere Aufgaben gesprochen wird. Aha. Denn Grabner war dafür bekannt, um für Überraschungen im Lager zu sorgen. Ja, ja. Ja, Sie haben einmal anders ausgesagt. Und zwar hatten Sie einmal gesagt, von dieser Unterredung beziehungsweise von diesem Gespräch, diese Kenntnis wurde mir zuteil durch ein abgelauschtes Gespräch zwischen meinem damaligen Chef, dem Unterscharführer Breitwieser, der die erste Vergasung vornehmen sollte und auch entsprechend ausgebildet war, und dem Leiter der politischen Abteilung SS-Untersturmführer Grabner. Das Gespräch wurde im Nebenzimmer des Arbeitsraums, in dem ich tätig war, geführt und konnte von mir mitgehört werden, da die Trennwand aus mattiertem Glas bestand. Nach dem Inhalt des Gesprächs sollten abends gegen 21 Uhr rund 1000 russische Kriegsgefangene eintreffen, die sämtlich im Bunker des Blocks 11 untergebracht und vergast werden sollten. Außerdem ging aus dem Gespräch hervor, dass alle Vorbereitungen für die Vernichtung der unglücklichen Opfer beendet waren und auch die zu verwendenden Gasmengen bereitstanden, die, sofern alle Gefangenen im Bunker untergebracht waren, durch eigens hierfür angebrachte Fensterklappen eingeworfen werden sollte. Nach dem Einwurf sollte dann nur noch die Verbindungstüren luftdicht abgeschlossen werden, um ein Abziehen des Gases zu verhindern. Das heißt also doch auf Deutsch, dass Sie damals bei Ihrer Vernehmung, und zwar auf Blatt 5309, eine recht eingehende Schilderung geben konnten. Und heute sagen Sie... Das war nicht die Vernehmung, das war der Bericht. Das war der Bericht, na schön. Also jedenfalls in diesem Bericht konnten Sie eine ganz eingehende Schilderung geben. Und heute sagen Sie, nein, Bestimmtes konnte ich überhaupt nicht hören, denn ich... Also erstens mal konnte ich gar nicht vermuten, dass abends Kriegsgefangene kommen. Eben. Dass dieser Bericht mag sich insoweit ergänzen, als tatsächlich abends Kriegsgefangene eintrafen und so weiter. Auf jeden Fall wusste ich, dass irgendwelche Dinge bevorstehen und dass alles geplant und vorbereitet war. Also Herr Petzold, was Sie uns heute gesagt haben auf die Frage des Herrn Berichterstatters, war doch das. Ich konnte das Gespräch zwischen Grabner und Breitwieser nicht verstehen, denn es wurde sehr leise gesprochen. Ich habe nur entnommen oder geschlossen, dass es sich um etwas sehr Wichtiges... Im Zusammenhang mit dem Geschehen stehen sollte, das am Abend durchgeführt wurde. Das haben Sie geschlossen oder geglaubt. Aber Sie haben gesagt, heute gesagt, Sie konnten nichts verstehen. Damals haben Sie aber doch genau die ganze Sache, die sich nachher abgespielt haben soll, haben Sie doch schon als vorher gehört geschildert. Das mag sein in dem Bericht an die Amerikaner, dass ich einige Dinge vielleicht durcheinander geworfen habe. Es ist heute auch schon wieder mehr als 18 Jahre her, als dieser Bericht entstanden ist. Also ich weiß selbst nicht mehr heute im Einzelnen, was ich damals geschrieben habe. Das ist gar nicht möglich. Ja, das ist nicht mehr möglich. Aber für uns ist es natürlich sehr wichtig, ob wir glauben können, dass Sie vorher schon in allen Einzelheiten und in allen Details unterrichtet waren. Denn Sie haben hier geschrieben, der strenge Befehl, dass kein Häftling die Unterkunft zu verlassen hatte, steigerte die Neugierde.
Niemand im Lager, außer dem Schreiber dieser Zeilen, hatte eine genaue Kenntnis von den Dingen, die da kommen sollten. Und jetzt kommt das mit dem abgelauschten Gespräch, das ich Ihnen vorhin vorgelesen habe, nicht? Der die erste Vergasung vornehmen mit Breitwieser noch ausgebildet war, der hatte mit Grabner dieses Gespräch. Und in diesem Gespräch wurde von mir mit gehört, da die Trennwände aus mattiertem Glas waren, dass abends gegen 21 Uhr 1000 russische Kriegsgefangene eintreffen sollten. Heute haben Sie gesagt, selbstverständlich konnte ich das nicht wissen, das habe ich auch nicht gewusst. Also Sie wussten es nicht. Ich wusste, dass Kriegsgefangene kommen, die Zahl konnte ich nicht wissen. Und ich wusste auch, dass inzwischen tagsüber gegen 200 Häftlinge aus dem Lager in den Bunker gekommen waren. Sie haben es vorhin, kann ja? sein, dass ich Einzelheiten über einen Kriegsgefangenentransport noch mitgekriegt habe, denn es waren ja zuvor schon Kriegsgefangenentransporte gekommen, die aber nicht vergast worden waren. Also zu Beginn Ihrer Vernehmung haben Sie gesagt, es war bekannt, dass da irgendwas vorbereitet wurde. Es war auch bekannt, dass 200 Menschen aus den Lager da reingeschafft wurden. Aber nicht war bekannt, dass abends Kriegsgefangene kommen sollten. Das konnte niemand wissen. Haben Sie zu Beginn Ihrer heutigen Vernehmung hier uns gesagt? Ich habe gesagt, dass 200 Menschen in den Bunker gekommen waren ja. und dass abends gegen 9:30, also ich schätze diese Zeit, ja. ich kann mich da nicht festlegen, Kriegsgefangene gekommen sind, die in den Bunker gebracht worden waren. Jawohl. Und hatten vorher gesagt, dass mit den Vorbereitungen und mit den 200 Häftlingen, das wusste ich. Aber dass abends Kriegsgefangene kommen würden, die da noch reingetrieben würden, das konnte ich und konnte niemand wissen. Haben Sie heute Morgen hier gesagt? Ja, natürlich konnte das niemand wissen. Aber ich hier sagen Sie doch, Sie hätten es gewusst, denn Sie hätten das Gespräch zwischen dem Grabner und dem Breitwieser abgelauscht. Also das muss anscheinend doch ein Irrtum sein. Jedenfalls heute haben Sie gesagt, Sie hätten dieses Gespräch nicht verstanden. Nicht in Einzelheiten. Ja, nicht in Einzelheiten verstanden. Noch eine Frage? Können Sie etwas Richter, ich bitte den Zeugen von jetzt noch das Protokoll vorzuhalten, Seite 9204 von 61. Nehmen wir an, Sie meinen den zweitletzten Absatz auf dieser Seite. Jawohl, Herr Staatsanwalt. Auf das in meinem Berichtblatt 5313 geschilderte Gespräch zwischen Breitwieser und Grabner kann ich mich heute nicht mehr erinnern. Haben Sie damals schon gesagt, und zwar am 15.06.61. Ja, schön. Noch eine Frage, bitteschön. Wissen Sie, wie viele Personen da vergast worden sind in dem Bunker 11? Bitte? Wissen Sie etwas über die Anzahl der vergasten Personen? Ja, ich schätze, man hat ein ganz bestimmtes Schätzgefühl, wenn man ständig in einer Masse lebt und wenn man ständig Kommandos abschätzen kann. Und mir war ja bekannt, dass wohl um die 200 schon im Bunker saßen, als die Russen hereinkamen. Und das ist wohl so bei 1000 Menschen gewesen sein. Sie haben früher mal genaue Zahlen genannt. Ja. Und zwar etwas über 1000. Etwas über 1000. Kann das stimmen? Es kann sein. Es kann auch etwas unter 1000 gewesen sein. Etwa. Also um die 1000 herum. Ja, ja, ja. Haben Sie noch eine Erinnerung, wie viele Zellen in dem Bunker drin waren? Ich glaube bloß 28, wenn ich nicht irre. Ich weiß es nicht ganz genau mehr. 28 Zellen? Ja. Und haben Sie eine Vorstellung, wie viele Menschen in eine Zelle hineingehen? Ja, wenn die Häftlinge darin stehen, gehen eine ganze Menge rein. Sie kennen ja die Größe, Sie waren ja selbst drin gewesen. Ja, ich habe beispielsweise mit 7 Personen auf der Erde gelegen
Und dann bestand, wir mussten quer liegen, dann bestand keine Möglichkeit mehr, dass sich einer umdrehen konnte, sondern das wurde dann auf, da wurde auf Kommando umgedreht. Da konnten sich also nur alle sieben umdrehen, nach links oder nach rechts. Im Liegen? Im Liegen, ja. Aber im Stehen ging natürlich erheblich mehr rein. Im Stehen ging natürlich wesentlich mehr rein. Wie viele Menschen in einen solchen Raum hineingehen, also wenn man natürlich die Vorräume und so weiter, die Korridore in dem Bunker mit in Rechnung stellt, dann gehen schon eine Unmenge Menschen rein. Ich habe beispielsweise festgestellt, als einer der Blocks in deren Keller die Leichen eines ganzen Winters untergebracht waren, dass es unwahrscheinlich war, wie viele Menschen dort drin waren, die dann ausgeladen und in Massengräbern beigesetzt worden waren. Ich war dort beschäftigt und untergebracht. Ja, und zwar deshalb, ich lag zuvor im Block 24. Bitte? Die Kunde interessieren im Augenblick nicht, die waren auch untergebracht. Ich war auch untergebracht, und zwar deshalb, weil in diesem Block einmal ein Brand ausgebrochen war und der musste dann besetzt werden. Bestanden für Sie Schwierigkeiten, oben an die Dachluke zu kommen? Nein. Das war eine Dachluke, die zu diesem Zeitpunkt, das heißt ein Dachfenster auf den Giebel, das zu diesem Zeitpunkt noch nicht einmal drin war. Es war noch nicht ausgebaut. Jawohl, danke schön. Herr Petzold, ja. Den Bericht, auf den vorhin von Ihnen gegeben wurde, haben Sie Mauthausen, ja. Unter welchen Bedingungen und in welcher Zeitspanne konnten Sie den Bericht abfassen? Wurden Sie bedrängt? Nein. Ich wurde nicht bedrängt. Und es wurden mir auch. Mir wurden auch keine Vorteile versprochen, denn die Verpflegung war nach unserer Befreiung in Mauthausen gut. Ja, und war Ihnen was gesagt worden, wenn der Bericht fertig ist, werden Sie entlassen? Oder? Ach, keine Spur, wir waren ja frei zu diesem Zeitpunkt. Wir waren frei, ja. Und konnten Sie da in Ruhe den Bericht machen? Ja. Naja, das, ich bin seinerzeit in Mauthausen zum Mitglied des Deutschen Komitees gewählt worden und hatte natürlich da auch Beschäftigung mit den Lagerinsassen, mit den Heimtransporten und Versorgung der Kranken und etc. Aber solange Sie daran schrieben, waren Sie auch räumlich ungestört? Räumlich ungestört. Ich konnte das abends machen, auf einige Stunden, oder ich konnte es natürlich auch tagsüber machen. Darf ich davon ausgehen, dass das, was diesen Vorfall der Vergasung in Block 11 betrifft, ja, Ja. Haben Sie damals sich in Ruhe an die Dinge zurückerinnern können? Ja, ich habe mich in Ruhe an diese Dinge zurückerinnern können. Und wie viel später wurden Sie zum ersten Mal wieder auf diese Dinge angesprochen, bei der Vernehmung, bei der Voruntersuchung? Tja, das mag 15 Jahre später gewesen sein. 15 Jahre später? Ja. Sie waren inzwischen wieder Ihren Beruf zurückgekehrt? Ja. War noch umgezogen, nach Berlin? Ja. Und hatten Sie sich mit den Dingen noch befasst oder nicht mehr befasst? Nein, ich hatte natürlich ein ganz bestimmtes Interesse daran, endlich einmal davon loszukommen. Also Sie haben innerlich von den Dingen Abstand genommen? Ich habe den Versuch gemacht, den ich heute noch mache, von diesen Dingen Abstand zu bekommen. Nicht? Ja. Wie schwierig das ist, das kann ja nur jemand beurteilen, der selbst erlebt hat. Wenn ich Ihnen nun sage, dass Sie unabhängig von dem Gespräch, das Sie geschildert haben, von dem Sie heute dem Herrn Berichterstatter gesagt haben, alles konnte man da nicht hören, vielmehr sprachen Sie leise. Wenn ich Ihnen nun vorhalte, dass Sie unabhängig davon an einer anderen Stelle des Berichts geschildert haben, es waren 800, es waren insgesamt 1078 Menschen, nämlich 850 Gefangene, 220 Menschen aus dem Krankenbau und 8 Lagerinsassen, also zusammen 1078. Ja. Und wenn Sie nun zurückerinnern an die Zeit, in der Sie den Bericht verfassten, ja, können Sie sich vorstellen,
Plan. Ich hatte damals noch eine ganz bestimmte Vorstellung, dass es so viel gewesen sein wird. Ja. Und zwar, diese Information, die kann von den Männern stammen, die im Krematorium arbeiteten. Dem einen polnischen Arzt? Nein, da war kein polnischer Arzt. Es bestand damals nur ein Krematorium. Damals bestand nur noch ein Krematorium, das alte, ja. Das ist ein ehemaliger polnischer Bunker gewesen ist. Und hier bestand am Rande des Lagereingangs, bestand ja dann die große Schwierigkeit, diese Leute zu verbrennen. Und zwar deshalb, weil man einfach nicht in der Lage war, die Leute zu entkleiden. Später hat man das einfacher gemacht, die Leute wurden nackt ausgezogen und wurden dann in die Gaskammer geführt. Das große Problem bei der ersten Vergasung war das, dass die Verbrennung mit Kleidern stattfinden musste. Und da hat es ganz große Schwierigkeiten gegeben im Krematorium. Ich gebe der Möglichkeit Raum, dass ich seinerzeit die entsprechenden genauen Zahlen aus dem Krematorium bekommen habe. Ich selbst aber habe in Auschwitz etwas eingeführt. Ich habe auf der Bekleidungskammer eine Kartei angelegt, wo durch ganz bestimmte Kennzeichen festgelegt war, wer ist erschlagen, wer ist erschossen, wer ist erhängt worden und so weiter. Und zwar war das möglich, weil die Sachen immer wieder zur Kammer zurückkommen mussten. Denn jedes Kleidungsstück hatte ja eine Nummer, woran man dann feststellen konnte, was mit dem Betreffenden geschehen war. Und ich hatte aus diesem Grunde natürlich auch eine Menge Bekannte, die vor den gleichen Fragen standen, entweder im Krankenbau oder im Krematorium. Irgendwie besorgt man sich der Visa. Heute kann ich das nicht mehr sagen. Es sind 23 Jahre vergangen, wie ich diese Zahlen genau bekommen habe. Ja, nun, Herr Zeuge, sind Sie heute in verantwortlicher Stellung bei der Bundesversicherungsanstalt? Nein, bin ich nicht. Nein. Wurde mal gesagt. Ja. Aber als Beamter? Ja, ich bin aber nicht bei der Bundesversicherungsanstalt. Sind Sie gewöhnt, exakt zu arbeiten? Bitte? Sind Sie gewöhnt, exakt zu arbeiten? Jawohl. Dass diese Zahlen richtig waren. Richtig. Ja. Und wenn Sie nun damals geschrieben haben bezüglich des Gesprächs zwischen dem Grafner und dem Breitwieser, dass Sie bestimmte Dinge gehört haben, geben Sie nun Ihrem damals schriftlich niedergelegten Wissen den Vorzug oder Ihrer heutigen Erinnerungslosigkeit? Ich gebe meiner staatsanwaltschaftlichen Vernehmung den Vorzug, bei der ich geäußert habe, das, was ich heute gesagt habe. Ja, und wie glauben Sie denn, dass Sie dann dazu kamen, in dem Bericht mehr zu schreiben? Nun, ich habe an sich nicht mehr geschrieben. Ich habe auch nicht weniger geschrieben. Also, ich empfinde das als ein Mehr. Herr Vorsitzender, hat Ihnen von vorgelesen, Sie sagten damals, diese Kenntnis wurde mir zuteil durch ein abgelaufenes Gespräch zwischen meinem damaligen Chef, dem Entdeckender Schafhörer Freitieter, der die erste Vergasung vornehmen sollte und aber entsprechend ausgebildet war und im Leiterpolizeiabteilung des Entdeckender Sturmführer Grafler. Das mag damals mehr Kombination gewesen sein, weil ich die mehrfachen Unterredungen zwischen Grabner und Breitwieser erlebt habe. Und nachdem das nun Wirklichkeit geworden war, habe ich das in meinem Bericht hier übrigens auch. Aber das Erkennen auf dem Hof und das Hantieren. Das ist sicher. Das ist keine Kombination, sondern nein. Ein sicheres Erkennen. Das ist ein sicheres Erkennen. Absolut. Ich hätte zunächst eine Frage an den Angeklagten Schlage. Können Sie sich an den Zeugen erinnern? Aus Ihrer früheren Tätigkeit her? Nein. Herr Petzold, kennen Sie diesen Mann? Wer ist das? Ja, das ist der Mann, der im Bunker, wenn ich nicht irre, als Unterscharführer tätig war,
auch während meines letzten Bunkeraufenthalts. Auch noch während des letzten Bunkeraufenthalts? Während des letzten? Sie waren zweimal im Bunker, ich darf Ihnen nochmal sagen, oder vor einmal im August bis September 43 und dann Juli bis August 44. Also jedenfalls im Juli, August 44 war er dort im Bunker tätig. Ist das derselbe, der auch schon im August, September 43 dort war? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. 43. Nein, da kann er vielleicht noch. Es kann sein, dass er. Es kann sein, das würden Sie heute nicht mehr. Nein, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber sicher ist, dass Sie ihn als Arrestaufseher. Ja, das ist sicher. Das ist sicher. Als kennengelernt haben. Das ist sicher. Danke. Ich schlage, Sie können sich wieder setzen. Herr Petzold, bei Ihrer früheren Vernehmung hatten Sie mal erwähnt, dass Sie gelegentlich oder vielleicht sogar öfters auch beobachten konnten, wie der Angeklagte Boge verschärfte Vernehmungen durchgeführt hat. Ja. Können Sie darüber noch etwas sagen? Ich habe das beobachten können von der Standortverwaltung aus. Ja. Denn die Baracke, diese Vernehmungsbaracke, stand schräg gegenüber der Standortverwaltung. Eine Holzbaracke? Eine Holzbaracke mit nicht normalen Fenstern, sondern ein wenig, ich kann es Ihnen auch zeigen, auf der Karte. Beim Krematorium, ja. Bitte? Bei dem Krematorium. Ja, hinter dem Krematorium. Hinter dem Krematorium. Und es ist in einer schrägen Sicht von der Standortverwaltung zu sehen. Und was konnten Sie da insbesondere in Beziehung auf den angeklagten Boger feststellen oder beobachten? Ich habe gesehen, wie er geprügelt hat. Und zwar hemdärmlich. Konnten Sie in die Baracke hineinsehen? Ja, ich konnte hineinsehen. Ja. Konnte hineinsehen von der Standortverwaltung aus. Haben Sie Häftlinge gesehen, bevor Sie zu Boger geführt wurden und nachdem Sie wieder aus der Baracke herauskamen? Ja, ich habe den Windmüller gesehen. Bitte? Ich habe den Windmüller gesehen, der zwei Zellen neben mir lag, nicht wahr? Den haben Sie im Bunker gesehen. Den haben Sie im Bunker in der Zelle gesehen. Aber konnten Sie auch in dieser Baracke feststellen, wie die Häftlinge ausgesehen haben, wenn sie von der Vernehmung zurückgekommen sind? Das habe ich wiederholt gesehen, wenn sie nach dem Bunker kamen. Und wie war der Zustand? Grauenerregend. Das waren keine Menschen mehr, die waren zum Teil nur noch lebende Leichname, völlig zerschlagen. Ich habe sie am eigenen Körper erfahren. Allerdings nicht auf der Schaukel, das möchte ich betonen. Sie sind ja auch nicht vom Boger vernommen worden. Bitte? Sie sind ja auch Nein, vom Boger nicht vom Boger vernommen worden. Wie sind Sie persönlich während Ihres Aufenthalts in Auschwitz mit dem Angeklagten Breitwieser ausgekommen, als der insbesondere noch Ihr Chef war? Gut. Sie sind von ihm nicht misshandelt worden? Nein. Haben Sie heute noch irgendwelche... Ich kann auch Breitwieser keine Misshandlung vorwerfen. Ich glaube auch nicht, dass er irgendjemanden misshandelt hat, also körperlich misshandelt. Einfach, weil er für meine Begriffe körperlich dazu gar nicht in der Lage war. Sie sagen also, den Häftlingen gegenüber, soweit Ihnen das bekannt war, hat er sich immer korrekt verhalten? Es gab natürlich kleine Differenzen. Aber er war kein Schläger? Er war kein Schläger, nein, das war er nicht. Er war weder ein Schläger, noch hat er jemanden misshandelt. Also, soweit ich das selbst übersehen konnte. Aber Sie sind sicher, dass von dieser sonstigen Einstellung Häftlingen gegenüber unabhängig der angeklagte Breitwieser bei der Vergasungsaktion jedenfalls dabei war? Ich habe das während meiner Vernehmung ausgesagt, ich habe das heute bestätigt, mehr kann ich nicht. Ist es richtig, dass Ihr ältester Bruder Ritterkreuzträger der deutschen Luftwaffe war? Und Ihr jüngster Bruder als SS-Angehöriger gefallen ist? Kurt. Ja. Kurt Petzold, ja. War das im Lager bei der SS bekannt und ist das Ihnen gegenüber irgendwie zu einer, humaneren Behandlung ausgewachsen? Ich weiß nicht. Oder wurde da keine Rücksicht drauf genommen? Das wurde
von den SS-Leuten, die eben vielleicht auch ruhmsüchtig waren, so aufgenommen, als wäre das nun nacheifernswert, nicht wahr? Ob ich selbst dabei irgendwelche Vorteile gehabt habe, das kann ich nicht annehmen, denn sonst wäre ich ja nachträglich noch im Bunker gekommen, wäre misshandelt worden und was weiß ich. Ja. Sie waren von 1933 bis 1945 ununterbrochen inhaftiert. Ja. Ist es richtig, dass Sie auch nach dem Kriegsende in Ost-Berlin verhaftet worden sind, ja, weil Sie dort einige unfreundliche und kritische Bemerkungen, ja, im Zusammenhang mit einer Ausstellung über deutsche Konzentrationslager gemacht haben? Ja, ja. Wie lange waren Sie dann noch in Haft? Bis zum 26.01.1950. Bis 1950. Wann war die Verhaftung? Vom 15. September 1948. Darf ich aus diesem Vorfall, der zu Ihrer Verhaftung in Ost-Berlin geführt hat, schließen, dass Sie nicht nur ganz allgemein, sondern ganz besonders auch im Hinblick auf die Vorgänge in Konzentrationslagern auf jeden Fall und in jeder Situation gewillt sind, die Wahrheit zu sagen und nur die Wahrheit? Ich habe Sie jetzt nicht richtig verstanden. Ich sage, Sie sind damals verhaftet worden in Ost-Berlin, weil Sie kritische Äußerungen gemacht haben über eine, ja, Ausstellung über deutsche Konzentrationslager, ja, aus dem Dritten Reich. Ja. Sie haben aber die Bemerkungen gemacht, obwohl Sie gewärtigt sein mussten, Sie kannten ja das System auch, dass Ihnen das irgendwie schief ausgelegt wird. Nein, ich kannte das System damals, damals noch nicht. Nein, nein. Das war meine erste Berührung damit, denn ich lebte ja bis zum 15. September oder noch einige Tage darüber in Bayern, nicht wahr? Bin dann zu diesem Zeitpunkt nach Berlin zurückgegangen und wahrscheinlich war der Verhaftungsgrund der, dass ich eine Zeit lang bei der amerikanischen Militärregierung beschäftigt gewesen war. In Zusammenhang mit dieser Bemerkung. Ja. Danke, ich habe dann keine Fragen mehr. Herr Petzold, sind Sie seinerzeit nach dieser Vergasungsaktion allein oder mit einem SS-Mann zusammen zur Überprüfung des Zustandes der Bekleidungsstücke dorthin geschickt worden? Nein, ich bin allein gerufen worden. Wieso? Und es ging in der Hauptsache, Sie meinten, als ich nachher auf den Gefängnishof gerufen wurde, zur Feststellung, ob die Sachen noch verwertbar, ja, seien. Ja. Es ging dabei auch in der Hauptsache um die Handtücher, die vom Häftlingslager den Lagerhäftlingen, die aus dem Krankenbau und aus dem Lager zum Bunker gebracht worden waren, ob man das noch irgendwie hätte verwerten können. Nicht? Ansonsten wurden ja auch die russischen Uniformen und so weiter ausgezogen, die dann noch irgendwie der Verwertung zugeführt wurden. Also das war meine Aufgabe, festzustellen, ob die Möglichkeit der weiteren Verwertung der Sachen, der Toten, die auf dem Hof lagen, festzustellen. Waren da teilweise schon Versuche gemacht worden, Uniformen auszuziehen und Sie sollten nun diese Reste auch, ja, sich ansehen? Ja, ja. Diese Versuche waren gemacht worden, und zwar von den Häftlingen, die damit beauftragt waren, die Leichen herauszutragen. Und dabei hat man die Feststellung gemacht, bei dem Versuch, diese Leichen auszuziehen, dass das Fleisch galattartig war und an den Sachen hängen blieb, sodass ein Ausziehen gar nicht mehr möglich war. Wie Sie hinkamen, lagen die gesamten Leichen von der Vergasung noch dort? Nein, noch oder waren nicht. Die schon zum Nein, 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 noch nicht alle. Es war einfach der Hof vollgelegt. Und die wurden dann mit Pferdewagen und mit diesen Panierwagen wegtransportiert zum Krematorium. Nicht wahr? Das Krematorium hatte ja gar nicht so viel Fassungsvermögen, dass man nun alle auf einmal wegtransportieren konnte. Haben Sie bei dieser Gelegenheit Breitwieser auch dort gesehen und etwa gesprochen? Wen? Breitwieser. Nein, 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 nein. Hat Breitwieser nach dieser Aktion einmal direkt oder indirekt oder andeutungsweise über diese ganze Angelegenheit gesprochen? Nein.
Ich habe nur im Verein mit zwei weiteren Leuten von der Häftlingsbekleidungskammer die Feststellung getroffen, dass er entsetzlich niedergeschlagen war. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es ihn dass er einen gequälten Eindruck machte. Herr Zeuge, ich habe nur noch eine Frage zur Person. Sie haben Abitur gemacht und haben auch studiert, nicht? Ja. Und Sie sind jetzt Regierungsamtmann? Ja. Bei einer Bundesbehörde in Berlin? Bundesbehörde, ja. Gut, ich habe keine Fragen mehr, danke. Herr Zeuge, Sie haben geschildert, dass einige Tage bevor es zu diesem bewussten Ereignis gekommen ist im Bunker, ist eine große Aufregung im Lager schon entstanden. Ja. Können Sie sich doch noch etwas genauer erinnern, wie viele Tage vorher wurden die Kranken aus dem HKB in den Bunker gebracht? An dem gleichen Tag, als diese Angelegenheit geschah. Am gleichen Tag? Ja, am gleichen Tag, vormittags, ja. Aha. Waren unter den Ausgesonderten vom HKB, waren da sehr viel Schwerkranke? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Es sind natürlich eine ganze Reihe von Leuten in den Bunker geführt und getragen worden. Aha. Ja. Und der Bunker war ja vorher schon im Lager als, zumindest als ein Schreckensblock, doch bekannt. Ja. Aha. In der ersten Zeit lagen im Bunker nur Juden. Dort war eine Judenunterkunft. Und im Jahre 1941 hat man da ja Vergasungen, also das heißt, vor dieser ersten Vergasung wurden sie zumeist totgeschlagen, nicht wahr? Und es gab einige von der Bewachung, die abends sich darüber freuten, wenn sie die Meldung machen konnten, das Lager ist judenfrei. Ja. Ich habe das sogar öfters gehört, dass sofern meine, also dieser Bunker, dieser Block 11 beherbergt in der ersten Zeit die Strafkompanie und die Juden, die dem Lager zugeführt wurden, wurden ausnahmslos in die Strafkompanie verbracht, um dort einfach umgebracht zu werden durch irgendwelche Methoden, erschlagen, und die SS bediente sich da einer ganzen Reihe von Leuten, die dazu befähigt waren. Das genügt man sich. Also er war jedenfalls schon als Schreckensbunker bekannt. Ja, ja. Und es war doch also etwas absolut Unübliches, dass Schwerstkranke in diesen Schreckensbunker gebracht wurden. Ja, ja. Das war also der Grund für die Aufregung. Jetzt eine weitere Frage. Sie sagt, nach Ihrer Erinnerung ist etwa um 9.30 Uhr wurden, vielmehr um 21.30 Uhr wurden die russischen Kriegsgefangenen ins Lager getrieben. Gegen 9.21 Uhr bis 21.30 Uhr, schätzungsweise. Können Sie mir sagen, wie fand die Anordnung der Blocksperre statt? Wurde das beim Abendappell? Das wurde beim Abendappell bekannt gegeben. Der war um wie viel Uhr? Um 6 Uhr. Und es war eine frühere Blocksperre als üblich angeordnet. Also schätzungsweise, wenn allgemeine Blocksperre um 9 Uhr begann, da musste um 9 Uhr das Licht gelöscht werden und so weiter. Und an diesem Tage ist sie früher angeordnet worden, schätzungsweise eine Stunde oder noch länger. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aha. Und dann haben Sie sich, weil Sie wussten, es ging etwas vor im Lager, haben sich dann an Ihren Horch- oder Aussichtsposten begeben. Ja. Jetzt noch eine letzte Frage. Sie haben also geschildert, dass Sie zwei Leute mit Gasmasken auf dem Hof gesehen haben. Und haben mit Sicherheit sagen können, dass der eine davon Breitwieser war. Schildern Sie bitte jetzt das Zusammenwirken dieser beiden Leute mit den Gasmasken auf dem Hof. Haben die sich gegenseitig unterstützt oder hatten Sie das Gefühl, der eine gab das Kommando und der andere? Nein, das habe ich, ich weiß nicht, ob Sie sich überhaupt in eine solche Situation versetzen können, denn auf solche Einzelheiten, wie sie nun zusammenwirkten, habe ich natürlich nicht Obacht gegeben. Ich habe nur beide an den Luken, Fensterklappen oder wie man das bezeichnen möchte, hantieren sehen. Ja. Sie haben also beide an den Klappen hantieren sehen. Sie haben aber gesagt, dass Sie nicht genau wissen, ob jeder von beiden, das heißt also, ob auch der Angeklagte Breitwieser Gas hineingeworfen haben. Nein, das kann ich nicht. Aha. Aber
ist Ihrer Erinnerung nach das Handeln des einen wegzudenken gewesen? Wäre es möglich gewesen, dass sozusagen... darf ich bitte ausreden? Anstanden. Wir wollen von dem Zeugen Tatsachen hören und nicht Gefühle, Rechtserwägungen und dergleichen. Diese Art der Erwägung rechtlicher Natur steht dem Herrn Nebenkläger im Plädoyer zu, aber nicht hier in der Befragung des Zeugen. Nein, ich möchte erklären, was meine Frage genau bedeutet. Ob die Arbeit, die nach der Erinnerung dieses Zeugen die beiden Männer mit der Gasmaske auf dem Hof geleistet haben, ob das so viel war, dass sie beide dort auf diesem Hof anwesend sein mussten und die ganze Zeit beschäftigt waren. Das ist eine reine Tatsachenfrage. Herr Kollege, Sie haben ja gehört, was geschehen ist im Hof. Ja, wir haben das alles schon aus den Zeugen herausgefragt. Ich habe ihn gefragt, ob Sie mit den Gasmasken schon hingekommen sind, wann Sie die Gasmasken aufgesetzt haben. Das hat er nicht gemerkt. Er hat nur gemerkt, dass Sie dann aufhatten und dass beide, und zwar nur zwei Leute, dort beschäftigt waren. Alles andere war im Hintergrund. Und diese beiden Leute... Ich habe nur zwei beobachtet. Sie haben nur zwei beobachten können, natürlich. Und alle anderen waren in angemessener Entfernung, hat er gesagt. Und die hatten Gasmasken auf. Und einer von diesen beiden war der Breitwieser. Die machten sich an den Kellerluken zu schaffen. Und die waren die ganze Zeit beschäftigt, ja? Ja. Danke. So. Noch sonst jemand eine Frage? Niemand mehr? Herr Schallock? Eine Frage zu Ihrer Bekundung, dass Sie von der Kommandantur oder wo waren Sie beschäftigt? Bei der Standortverwaltung. Ja. Dass Sie von der Standortverwaltung in die Vernehmungsbaracke sehen konnten. Ja. Sie waren nach Ihrer Aussage im Juli 1944 ja. bei der Standortverwaltung. Ja. Könnten Sie bitte zeigen auf der Karte, wieso es möglich war, von Ihrem Zimmer der Standortverwaltung in diese Baracke hineinzusehen. Hier ist die Karte. Tja. Straße. Das Fenster des Vernehmungszimmers ging nach der Straße. Das war kein normales Fenster, sondern ein etwa halbes Fenster, wie ein Klappfenster ähnlich, nicht mit zwei Flügeln. Ein halbes Fenster. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Natürlich ein großes Fenster, aber nicht mit Flügeln, mit zwei Flügeln zu öffnen. Naja, also es war jedenfalls ein Fenster und ein Fenster, das auch zu öffnen war. Ja. Ich verstehe nicht, dass es zu öffnen ging. Ich bin nicht da drin gewesen und habe es auch nicht gesehen. Der Eingang zu dieser Vernehmungsbaracke muss dann also neben dem Fenster gewesen sein. Nein, der Eingang war von der Seite und der Giebel stand in Richtung auf den auf die Standortverwaltung zu. War ein Fenster im Giebel. Und zwar nicht so, wie es dort aufgezeichnet ist, sondern diese Baracke stand etwas schräg. Aber Sie konnten nur durch dieses Fenster am Giebel in die Vernehmungsbaracke hereinsehen, ja. Nicht durch andere Fenster. Ja. Sie sagen, Sie hätten den angeklagten Boger da gesehen. Kannten Sie denn den angeklagten Boger? Aber natürlich. Ja, zunächst hatten Sie... Ich glaube, dass den angeklagten Boger jeder gekannt hat. Ja, ich darf wiederholen, Sie sagen, ich glaube, dass er in seinem Rufe nach von jedem gekannt wurde, aber Sie hatten doch unmittelbar mit dem angeklagten Boger nichts zu tun. Unmittelbar nicht, nee.
Nein, Sie sind niemals von ihm vernommen worden und auch niemals... Das hat der Zeuge alles schon gesagt, Herr Richter. Ja, ich wiederhole, ich halte es ihm ja vor. Ich möchte nur wissen, wieso er den Angeklagten Boger kennt. Er hat nämlich gesagt, auch das halte ich Ihnen vor, mit dem Angeklagten Boger bin ich nicht zusammengekommen. Da möchte ich wissen, woher Sie ihn kennen. Herr Rechtsanwalt, ich habe Ihnen eben gesagt, den Angeklagten Boger hat so gut wie jeder im Lager gekannt. Und im Lager waren einige tausend Häftlinge. Ja, aber das ist doch nun keine Zeugenbekundung. Wenn Sie sagen, den Angeklagten Boger hat jeder gekannt, ich frage Sie, ob Sie ihn gekannt haben. Ich habe ihn gekannt aus meiner Tätigkeit bei der Standortverwaltung und ich habe ihn auch früher gekannt. Und wo haben Sie ihn das erste Mal kennengelernt? In Auschwitz. Ja, also wo können Sie nicht sagen? In Auschwitz, natürlich, dass Sie in Auschwitz kennengelernt. Ich frage Sie ja, wo Ihnen der Angeklagte Boger das erste Mal begegnet ist, wo Ihnen aufgefallen ist, wieso Sie ihn überhaupt kennen. Ich meine, die Antwort, dass tausend Leute ihn kennen, ist doch noch nicht eine Antwort darauf, dass Sie ihn kennen. Sie sagen nur, ich kenne ihn, ich weiß aber nicht, woher ich ihn kenne. Herr Reichsmann, in derartigen Lägern ist es nicht so gewesen. Ich habe doch nicht gesagt, ich weiß nicht, woher ich ihn kenne. Ist doch nicht so gewesen, dass ich die Bewachungsmannschaften und die politischen Abteilungsleute vorgestellt haben oder dass sie Schilder getragen haben, wir heißen so und so. Sondern das wurde eben im Gespräch, wurde das zwischen den Häftlingen ermittelt. Der da fährt, das ist der Boger, nicht so ungefähr. Ja, aber gerade daraus ergeben sich doch viele Missverständnisse. Natürlich ist in diesen Lagern alles Gerücht. Das ist klar. Aber ich möchte ja eben mehr als ein Gerücht wissen, nämlich die positive Tatsache, wieso Sie ihn kennen. Und das ist etwas anderes. Die können Sie nicht beantworten, das kann ich verstehen. Naja, bitteschön. Ist sonst noch eine Frage? Als Angeklagten Breitwieser möchte ich auch einige Fragen stellen. Ja, bitteschön. Herr Zeuge, Sie hatten uns vielleicht noch nicht genügend klar geschildert, wann die Unruhe im Lager entstand. Können Sie das jetzt noch sagen? Vor dem 9.10., dem Vergasungstag? Ja, zumindest... ein oder zwei oder es kann auch drei Tage zuvor gewesen sein. Sie dachten mal drei Tage vor. Ja, aus dem einfachen Grunde, weil natürlich im Krankenbau, der ja neben der Bekleidungskammer lag, Order erteilt war, diese oder jenen Häftlinge herauszusuchen oder besonders anzuziehen oder zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig zu machen. Ja. Und so etwas geht nicht zu verheimlichen in einem Lager, wo eine derartige Menschenzusammenballung Ich möchte schon die nächste Frage stellen. Was wurde verlegt? Wer wurde verlegt? Von wo? Bitte, ich habe die Frage nicht verstanden. Wer wurde verlegt? Herr Reichsanwalt, aus welchem? Auch diese Frage der Zeuge schon beantwortet. Er hat gesagt, es waren in erster Linie Leute aus dem Krankenbau, aber auch sonst kamen noch Leute aus dem Lager dazu. Nein, Herr Gerichtsdirektor, sehr wohl. Das ist aber nicht die Antwort auf meine Frage, sondern wurde der Block 11 geräumt? Der Block 11? Aktion? Ja, der wurde geräumt. Der wurde zuvor geräumt, um ihn für die Vergasung vorzubereiten. Jawohl. Alle Bunkerhäftlinge sind in den nächstliegenden Bau gekommen. Jawohl. Also der ganze Bunker, Block 11 wurde geräumt. Ja, wurde leer gemacht. Und aus diesem Grunde ergibt sich schon eine Aufregung. Ja, ja, das ist schon richtig. Ich wollte bloß wissen, ob der Bunker geräumt wurde. Ja. Der ganze Block. Ja. Und dann kamen eben die Insassen rein, die Sie schon geschildert haben. Ja. Und die Vergasungsaktion fand alle im Keller statt unten. Ja. Dankeschön. Sprechen Sie Russisch, Herr Zeuge? Bitte? Sprechen Sie Russisch? Nein. Nicht. Und dann, wer war noch auf dem Hof, zu Beginn zumindest der Vergasung, außer Breitwieser, war Höss dabei? Ich glaube, Höss kam erst später. Also das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Jedenfalls war Grabner anwesend, der damalige Lagerführer, Fritsch oder wie er hieß,
war anwesend und auch Palitz. Der Rapportführer Palitz. Hatten die auch alle Gasmasken bei sich? Nein. Nein. Trugen also, wenn ich es richtig verstanden habe, nur die beiden, Breitwieser und der nur, andere? Ob noch weitere Gasmasken getragen haben, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Ja. Ich persönlich habe einfach nur bei den beiden Leuten Gasmasken gesehen, die sich an den Klappen zu schaffen machen. Und es kann sein, dass einer von der politischen Abteilung, Paulsen oder ich weiß nicht mehr, wie er hieß, Hansen, auch noch eine Gasmaske hatte. Hat er die aufgesetzt? Das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen. Wenn ich Sie weiter richtig verstanden habe, haben sich die beiden, also Breitwieser und der andere, immer nur auf dem Hof befunden, also nicht sind sie ins Gebäude reingegangen. Ja, soweit ich das beobachten konnte, hinter das Haus konnte ich nicht schauen und die Rückwand. Ich weiß auch nicht, ob auf der Seite des elektrischen Zauns oder der Mauer auch noch Luken vorhanden waren. Da bin ich nicht hingekommen und das kann ich auch nicht behaupten. Nein, ich meine, jetzt direkt durch die Tür in den Bunker reingegangen. Das sind Sie während der Aktion nicht, soweit Bitte? Sie es beobachten. In den Bunker reingegangen während der Aktion, zu Beginn und während sind Sie nicht. Aber Herr Rechtsanwalt, wie kann denn der Zeuge in den Bunker gehen, wenn der voll Gas ist? Nicht der Zeuge, der Angeklagte. Ja, die Angeklagten auch nicht. Nein, auch nein, nicht. Nein, das ist ja nein, gut. Nein. Ja. Und dann noch eine Frage. Sie haben uns heute erstmalig den Namen Reichenbach als den Kameraden des Angeklagten Breitwieser, der mit ihm zusammengewirkt hat, genannt. Ja. Wie ist Ihnen die Erinnerung an den Namen Reichenbach gekommen? Bitte? Wie ist Ihnen die Erinnerung an diesen Namen gekommen? Ja, der Zeuge hat uns gesagt, dass dieser Reichenbach der Nachfolger von dem Neuwirth gewesen sei. Dann muss ich mich irren. Oder vom Breitwieser gewesen sei. Der Nachfolger von dem Kleiderkammerbeherrscher. Es waren zwei. Breitwieser. Der eine war Breitwieser. Bitte mal, Herr Vorsitzender. Darf ich Herrn Verteidiger darauf aufmerksam machen, dieser Name ist auch schon genannt worden, in der ersten Vernehmung auf Blatt 4189, Rückseite der Akten. Ja, immerhin, zum Zeitpunkt Ihres Berichtes, Herr Zeuge, haben Sie den Namen nicht gewusst. Es war nicht der Nachfolger von ihm, ich habe vorhin notiert, da muss ich falsch notiert haben, er war mit ihm zusammen. Nein, ich habe gefragt, war der Breitwieser Ihr Chef? Und da hat er gesagt, nein, damals war er nicht mehr mein Chef, sondern da war sein Nachfolger schon da. Da habe ich gesagt, wie hieß denn der Nachfolger? Und da hat er gesagt, Reichenbach, so war es. Reichenbach war schon zum Zeitpunkt des Breitwieser da. Ja. Beide arbeiteten zusammen. Ich glaube, Reichenbach war Rangjünger und wurde später dann erst unter Scharführer, nachdem Breitwieser nicht mehr bei der... Und nur noch eine abschließende Frage, Herr Zeuge. Sie haben ja noch ein besonderes Erinnerungsmerkmal an Breitwieser. Jeweils bei Ihren Vernehmungen und auch Ihrem Bericht genannt. Ja. Warum Sie Breitwieser so genau kennen und sich an ihn erinnern können, ja. Den Geburtstag. Ja, können Sie dazu noch ich etwas bin, sagen? Ich kann dazu etwas sagen. Zuvor möchte ich Ihnen, Herr Anwalt, Folgendes sagen. Ich pflege Geburtsdaten mit denen meiner Familie in Verbindung zu bringen. Und ich war der Meinung, zumindest zum Zeitpunkt des Berichts, dass der Herr Breitwieser am 9. oder 10. August geboren sein müsse. Ich habe nämlich eine ganze Reihe von Verwandten, die von meiner Großmutter angefangen 6., 7., 8., 9. und 10. August Geburtstag haben. Meine beiden Brüder waren am 9., der eine am 9., der andere am 10. geboren. Und ich habe einen Onkel, den ich mit dem
Ich meine, vielleicht gehört das hier nicht her, das ist lachhaft, aber es ist so, in Verbindung gebracht habe, ja. Mein Onkel ja. ist am 30. Juli geboren. Ja. Und heute weiß ich natürlich auch, dass Breitwieser am 30.07.1910 geboren ist. Ja. 31.07. Also damals hatten Sie sich dann geirrt, als Sie wiederholt angaben, Breitwieser geboren am... Ich habe das nicht wiederholt angegeben. Bitte? Ich habe das nicht wiederholt angegeben. Also, Herr Heusmann, ich glaube... Danke schön. Nicht. Die Frage ist zu Ende. Dankeschön. Herr Petzold, Sie sagten vorhin, dass Sie mit dem Angeklagten Breitwieser damals gut ausgekommen seien. Haben Sie sich mit ihm auch hin und wieder mal über Vorfälle im Lager unterhalten? Bitte? Haben Sie sich mit dem Herrn Breitwieser hin und wieder auch einmal über Vorfälle im Lager unterhalten? Denn Sie haben ja mit ihm zusammengearbeitet. Ja. Nun, das kann wohl sein. Wenn ich mich über solche Fragen mit ihm unterhalten habe, dann sind das nur